Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von Dieters Küche. Heute habe ich mir gedacht, mache ich mal Zwiebelkuchen, da ich sowieso gerne Zwiebeln esse und überall auch gerne Zwiebeln reinmache, habe ich mir gedacht, ist das heute mal eine leckere Alternative, die man machen kann. Was wir dazu benötigen, sind Zwiebeln, das ist klar. Dann habe ich noch Lauch dazu geholt. Das wird halt ein Zwiebellauchkuchen mit Schinkenwürfel. Dazu kommt noch saure Sahne, Milch, Eier natürlich. Und als Teig habe ich jetzt einen Pizzateig geholt, der reicht für mich. Dann muss ich mir den nicht frisch anmachen. Mein Rührgerät ist sowieso gerade defekt, da ist der Motor durchgebrannt. Und deswegen mache ich das heute mal mit so einem Pizzateig. Ja, wir sollten dann erstmal die ganzen Zutaten schneiden, das heißt die Zwiebeln und die Lauchzwiebeln. Und dann brutzeln wir das Ganze mal an. Ja, liebe Freunde, ich habe schon mal soweit alles vorbereitet. Ich habe die Zwiebeln klein geschnitten. Den Lauch habe ich schon mal in Ringe geschnitten. Der Schinken ist ja schon klein geschnitten. Und ich habe noch ein wenig Knoblauch gehackt. Den mache ich da auch noch mit rein. Als erstes machen wir die Zwiebeln in der Pfanne. Die lassen wir jetzt so leicht anschwitzen, bevor wir dann den Porree dazugeben und den Schinken dazugeben. Aber dazu kommen wir gleich. Dabei wollen wir beachten, dass unsere Zwiebeln also nicht zu dunkel werden. Die sollen nur leicht glasig, vielleicht leicht angehaucht vom Braun werden. Ich habe sie jetzt schon einen kleinen Moment drin. Wir können jetzt den Lauch dazugeben. Der kann jetzt ein bisschen mitschmorgeln. Ich sage immer gerne schmorgeln. Keine Ahnung, woher ich das habe. Ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen. Zwischendurch immer schön wenden. Dann nehmen wir gleich unseren gewürfelten Schinken dazu. Ich warte extra mit dem Schinken, weil der nur kurze Zeit in der Pfanne sein muss. Der braucht also nur ganz wenig, der muss nur ganz leicht angebraten werden, weil der sonst gummiartig wird und das wollen wir ja nicht. Unser Gemüse brät schön an oder schmurgelt leicht durch. Ja, in der Zwischenzeit kann ich euch zeigen, wie ich die Masse mache, die wir dann auf unserem Teig verrühren. Dazu benutze ich saure Sahne, Milch, und Eier. Ja, unsere Masse, die ist, unsere Zwiebeln und unser Lauch, der ist schon so weit gut, dass wir den Schinken dazugeben können. Noch kurz oben drauf so ein bisschen liegen. Ich verrühre das noch nicht, damit das noch nicht so dreht. In der Zwischenzeit mache ich nämlich meine Masse. Die Eier, die habe ich schon reingeschlagen. Also ich habe schon Eier reingemacht. Für die Masse bei 2 Becher saure Sahne gehe ich so von 5 bis 6 Eier aus. Ich habe jetzt 5 genommen. Dann nehme ich meine saure Sahne. Löffel. Die ist ja fester. So, die mache ich da auch rein. Ein Becher.
zwei Becher. So, in der Zwischenzeit kann ich das Ganze hier mal verrühren, damit uns das nicht anbrät. Die Zwiebeln und der Lauch. Der Schinken wird jetzt auch gebraten, wenn ich das umrühre. Und das kann auch so sein, weil unsere Masse ist ja auch gleich so weit, denn das kommt ja nachher zusammen. So, die Eier habe ich drin, die saure Sahne habe ich drin. Dann mache ich noch Milch rein. Bei der Milch, ja, ungefähr, ich würde mal sagen 300 Milliliter. Das mache ich da auch noch rein. Dann verrühre ich das Ganze. Dafür habe ich natürlich ein Quirl. Schön zu einer Masse verrühren. Herrlich. So, dann rühren wir das Ganze hier nochmal um. Das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. In der Zwischenzeit mache ich schon mal meinen Backofen an, auf ca. 180 Grad, wo wir dann nachher die Auflaufform reinpacken. Ich habe die schon mal vorbereitet mit dem Teig. Wie gesagt, ich habe einen Pizzateig genommen, man nimmt ja einen Hefeteig. Der Pizzateig ist ja ein Hefeteig. Ihr könnt euch den Hefeteig auch selber machen. Viel ist dafür nicht notwendig. Dafür braucht ihr nur Milch, Mehl und Hefe. Ein bisschen Mineralwasser, damit es noch ein bisschen flockiger wird. Und dann könnt ihr auch den Hefeteig selber machen. Viele wissen das, viele kennen das. Ich denke, da muss ich euch nichts erzählen. So, wir können natürlich die Masse können wir auch noch ein bisschen würzen. Entweder machen wir das mit der Masse oder wir machen das jetzt im Topf. Ich mache das im Topf aus dem einfachen Grund, dann wird es vom Geschmack her intensiver. So, Salz. Wir haben ja schon Salz drin, quasi durch den Schinken, dadurch, dass der brät. Dann nehme ich natürlich meinen Pfeffer wieder aus der Gewürzmühle. Ja, und dann packen wir natürlich den Knoblauch dazu. Lecker. Aber ich mag diesen Geruch von Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Das ist eine Verbindung, die ist herrlich. So, einmal richtig schön vermengen. Ist das auch schon soweit fertig. Das sieht auch schon recht appetitlich aus, wie ihr seht. Ich zeige euch das mal von nahen. Ja, das ist also hammer lecker. Das lassen wir ganz kurz stehen, damit es nicht mehr ganz so heiß ist, wenn wir das in unsere Masse geben und in die Auflaufform packen. Ja, aus dem einfachen Grund, wenn wir das jetzt schon da reinpacken würden, würden die Eier wahrscheinlich schon fest werden und das wollen wir ja noch nicht. Wir wollen das ja dann, dass es im Backofen schön ausgebacken wird. Das geht relativ schnell. Das kühlt ja ziemlich schnell ab. Und ja, schauen wir gleich mal. So, unsere Zwiebellauch-Schinkenmasse, die ist soweit, dass wir sie mit der sauren Sahne, der Milch und den Eiern verrühren können. Und zwar machen wir das da schön alles rein in unsere Schüssel. Verrühren wir das Ganze. Ach, das sieht doch richtig appetitlich aus. So, ja, dann packen wir das in unsere Form rein. Ich habe das ja schon mal vorbereitet.
mit dem Pizzateig. Ich wollte euch nicht mit dem langweiligen Gezetze aufhalten, mit dem ich mich hier begeben habe. So, dann machen wir das Ganze da mal rein. Ja, sieht ja schon mal recht appetitlich da drin aus. Das Ganze packen wir jetzt in unserem Ofen bei 180 Grad für ca. 45 Minuten. Man sieht es ja in etwa daran, wie dunkel das oben drauf wird. Dann kann man sich ja schon ungefähr ausmalen, ob es durch ist oder nicht. Und wie gesagt, ich packe es jetzt erstmal 45, also eine halbe Stunde bis 45 Minuten packe ich es in den Ofen. Und dann schauen wir mal. So, und ja, ich melde mich dann gleich zurück. Ja, so circa 50 Minuten später, ich habe es jetzt 50 Minuten drin gelassen, damit das auch eine feste Masse wird und nicht matschig bleibt oder noch flüssig ist, das sollte durchgaren. Und wie gesagt, ich habe es jetzt 50 Minuten drin gehabt, wir nehmen es jetzt mal raus. Ich möchte jetzt mal gucken, ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Also ich sag mal, von der Oberfläche sieht es schon mal sehr, sehr schön aus. Ich schneide das Ganze jetzt mal an. Auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Also Wahnsinn. Ja, und dann bin ich ja gleich mal gespannt. Wie gesagt, vom Teig her, ich habe einfach nur Pizzateig genommen. Man kann auch Hefeteig nehmen, den man selber macht. Ist vielleicht besser. Weil dann kann man den so gestalten, wie man den haben möchte. So. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, sieht so ganz gut aus. Ich werde den jetzt mal probieren. Und ja, natürlich Bericht machen, wie der mir dann geschmeckt hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ja, und freue mich, wenn ich euch wiedersehe bei meiner nächsten Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dieter.